Heute geht's weiter mit den Sacramento Kings. In der letzten Folge konnten wir drei Spiele für uns entscheiden, und zwar gegen die Thunder, gegen die Magic, aber auch gegen die Rockets, also als wir komplett simuliert haben. Zum Schluss haben wir noch gegen die Pelicans komplett simuliert und haben dann einen klaren Blowout kassiert gegen die Pelicans. Viele hatten komischerweise ein Off-Game, also Vucevic schon zweimal hintereinander, Fox und Hield und Harris natürlich und Bagley, der in letzter Zeit ganze Zeit für uns upset, also mit Abstand zurzeit unser bester Spieler. Heute stehen aber Spiele an, wie schon vorher erwähnt, gegen die Grizzlies, gegen die Cavs, gegen die Hornets, und das letzte Spiel wäre gegen die Raptors. Finde ich vor allem die Grizzlies und die Raptors sehr interessante Gegner. Die Hornets und Cavs werden wir schauen, ob wir komplett simulieren, ob wir reingehen. Aber ich würde erstmal sagen, dann können wir direkt gegen die Grizzlies reinstarten. Wir spielen gegen die Grizzlies in Memphis. Ein interessantes Team ist bei den Grizzlies entstanden. Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Valanciunas. Die sind gerade sehr erfolgreich seit dieser Saison, haben auch einen interessanten Trade für Justice Winslow gemacht, und wir werden sehen, wie wir uns gegen die Grizzlies schlagen werden. Und wir sehen, Luke Walton ist der neue Coach der Grizzlies in 2K. Ja Morant, Dylan Brooks, Justice Winslow, Jaren Jackson Jr. und Jonas Valanciunas spielen heute gegen uns. Viele interessante Matchups, wie ich finde. Vor allem Bagley gegen Jaren Jackson Jr. wird richtig interessant. Und Vucevic gewinnt den Tip-Off für uns. Fox zieht rein. Vucevic und Green, die ersten Punkte des Spiels für Nikola Vucevic und für die Kings. Ja Morant mit dem Floater über Vucevic. Hielt auf Bagley, und Bagley mit dem Alley-oop Dunk. Starker Pass von Buddy Hield. Und Tobias Harris, die freie Zone. Und der Assist von De'Aaron Fox. Und Tobias Harris. Und der Turnover wieder von Fox. Fast der Block von Vucevic. Dylan Brooks kann aber noch abschließen. Wieder Morant. Mit dem Dreier. Und Morant mit dem Dreier für die Grizzlies. Und Jaren Jackson Jr. Green von der Midrange. Ich lasse ihn da open und er bestraft uns sofort. Und der Block von Jaren Jackson Jr. gegen Bagley. Wie schon vorher erwähnt, wird das interessante Matchup dieses Spiels. Und Brandon Clark unterbindet den Alley-Oop-Versuch. Kommen hier nicht richtig gut rein gegen die Grizzlies. Sehr schwer. Machen uns das richtig schwer, überhaupt zu scoren, freie Würfe zu bekommen, überhaupt gut in die Zone zu kommen. Tyus Jones. Und Brandon Clark holt den Rebound. Und bringt die Grizzlies auf 1. Und Hollis Jefferson mit dem Midranger. Auch Chris Boucher spielt hier bei den Grizzlies. Ist ja echt bei den Raptors. Und Brandon Clark kann ihn hier locker reinmachen. Und stark von Trey Burke gegen Tyus Jones. Anthony Melton, der von den Suns kam. Ich glaube in einem Trade. Das war der Trade für Justin Jackson, und den kann Anthony Melton machen. Green über Kyle Guy.
Und Buddy Hield nutzt die Schnelligkeit über den Wing. Und Hollis Jefferson mit dem And-One gegen Dylan Brooks. Wieder Morant mit einem zu einfachen Abschluss. Und Buddy Hield, der bestraft eigentlich sowas. In der Aktion kann er es also aber nicht machen. Und Winslow Green aus der Midrange. Gute Help, die von Vucevic. Und Bagley zu Vucevic. Stark von Marvin Bagley. Und Bagley. Wieder die freie Zone. Und Bagley hat's einfach. Und Vucevic mit dem Rebound. Und Bagley. So ein Tempo als Power Forward auf Morant. Wartet auf den Screen von Jackson. Und der Antoine von Jackson gegen Bagley. Und der Block von Winslow. Starke Defensive Possession von Winslow. Kämpft sich durch die Screens, die wir stellen. Und kann den Wurf von Harris, der natürlich nicht so schnell ist, blocken. Und Morant. Green aus der Midrange, wie jeder Spieler von den Grizzlies. Und De'Aaron Fox wird hier fast geblockt von Valanciunas, aber der geht tatsächlich noch rein. Fast aber der Posterize über den Center aus Litauen. Morant noch auf Jackson Jr. und Jackson Jr. Und was ein Pass von De'Aaron Fox auf Marvin Bagley. Und der Steal von De'Aaron Fox auf Marvin Bagley. Kann den Dreier leider nicht treffen. Und Jaren Jackson Jr. Aber Bagley kann das dann erst recht. Antwortet zurück. Spring hier ein bisschen weiter rein. Step back von Hield. Und die Midrange sitzt. 18 Punkte. Und Antoine von D'Anthony Melton. Und Harry Giles mit der Midrange. Wir springen ins vierte Quarter und wir sehen, wir führen mit einem klaren Abstand gegen die Grizzlies, was ich gar nicht gedacht hätte. Am Anfang noch dran geblieben, die Grizzlies. Einige sehr gute Szenen, aber im Simcast anscheinend keine Chance. Chris Boucher. Und der Three-Pointer von Chris Boucher ist natürlich Green. Man kennt es nicht anders von ihm natürlich. Und die Midrange von De'Aaron Fox. Der Steal von De'Aaron Fox. Die Transition. Und De'Aaron Fox mit 19 Punkten und 5 Assists. Und Bagley. Die letzten 36 Sekunden des Spiels führen ganz klar gegen die Grizzlies. Vucevic mit der Midrange. Und der Posterize
gegen Geil oder Lennart, ich weiß nicht genau, wer es war. Und Shake Milton nochmal mit dem Dreier. Und Shake Milton will es nochmal richtig wissen. Wir gewinnen aber ganz klar gegen die Grizzlies. Ein Blowout auswärts ist immer gut. Und wir können auf jeden Fall zufrieden sein, gegen Memphis so hoch zu gewinnen. Unser Topscorer mal wieder, Marvin Bagley mit 27 und 10, 2 Blocks, 13 von 19 aus dem Feld, 1 von 3. Dreiern hatte keinen einfachen Gegner mit Jaren Jackson Jr., hat das dann aber stark gemacht, auch wenn er, glaube ich, einmal von ihm geblockt wurde, aber sonst wie mal wieder ein richtig gutes Game von Marvin Bagley. Vucevic auch mit einem Double-Double, 24 und 12 hat er uns geliefert, 3 von 4 Dreiern, 9 von 11 aus dem Feld. Fox mit 19 und 5, 8 von 12, 1 von 3. Hollis Jefferson mit 15 Punkten von der Bank, 5 von 7. Buddy Hield mit 14 und 4, 2 von 6, 3, 6 von 12 aus dem Feld. Tobias Harris wieder nicht so ein starkes Game, 0 von 5 von der Dreierlinie, 4 von 12. Man sieht in ein paar Spielen sein Können, aber bis jetzt überzeugt er mich noch nicht komplett, wie ihr euch bestimmt denken könnt. Shake Milton überragend von der Bank, der eine ridiculous Shot ganz am Ende, 2 von 2 Dreier, 4 von 4 aus dem Feld. Bogdanovic ist auch noch nicht so gut drauf bis jetzt in der Saison, aber insgesamt können wir natürlich mit einem Blowout gegen Memphis durchaus zufrieden sein. Ich habe jetzt mehr gegen die Grizzlies simuliert, da ich gemerkt habe, dass wir ganz halt einen starken Vorsprung hatten und deswegen wollte ich euch das jetzt nicht wirklich zeigen, da das nicht wirklich spannend war. Kriegen wir ein Angebot von den Suns, das glaube ich legit. Kaminski und der erste Pick für Fox, das lehnen wir natürlich ab. Aber dann gehen wir natürlich gegen die Cavs, unser Angstgegner. Und wieder liegen wir komplett zurück. Ich will jetzt nicht das dritte Mal gegen die Cavs verlieren, weil in der letzten Saison haben wir zweimal klar gegen die Cavs verloren. Und jetzt, ich will jetzt auch mal einmal gegen die Cavs gewinnen. Dwight Howard bei den Cavs. Bryn Forbes von den Spurs. Und der Block von Giles gegen Dwight Howard. Und Kevin Porter Jr. mit dem Dreier. Kai Guy mit dem Dreier und Kai Guy. Starkes Play. Und wieder Kai Guy. Starke Aktion. Ich habe jetzt nochmal bis zur vierten Quarter vorgeskippt und wir schlagen uns verhältnismäßig gut gegen die Cavs, führen sogar mit 4. Ich weiß, es ist komisch, dass ich so über die Cavs rede, aber wir haben bis jetzt immer gegen Cleveland verloren, obwohl die so ein nicht das beste Team haben, sage ich mal. Und Fox mit dem Dreier. Und De'Aaron Fox bringt uns hier in Führung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich euch von dem Cavs Game zeigen werde, aber ich wollte einfach sicherstellen, dass wir nicht nochmal gegen die Cavs verlieren. Bagley wieder unser Topscorer, 6 von 15, Fox mit 18, Vucevic wieder mit einem Double-Double, Hield 5 von 11, Harris 5 von 11. Harris kommt jetzt tatsächlich gar nicht rein. Ist aber anscheinend zufrieden. Sonst von der Bank. Bogdanovic auch noch kein, vielleicht ein besonderes Spiel gehabt. Aber zum Glück gewinnen wir mal gegen die Cavs auch. Dann sehen wir mal, wie es gegen die Charlotte Hornets aussieht. Ja, gar nicht gut. Gegen die Trash Teams. Was passiert dort? Mit 4.
44 Punkte gegen die Hornets. 44 Punkte kassieren wir. Ein 44 Punkte Blowout. Kann man halt von schlechten Spielen von Spielern reden, aber trotzdem darfst du nicht mit 44 gegen die Hornets verlieren. Schau mal, wie viele Spieler über 10 scoren. Ibaka ist anscheinend MVP bei denen. Aber Fox, Bagley mit 8 von 15, was komplett in Ordnung geht. Hield 5 von 9, Vucevic 3 von 9, also kein gutes Spiel. Burke von der Bank, Harris 3 von 8. Kommen mal zwischendurch solche Spiele, also zweimal Blowout und das enge gegen Golden State. Ich hoffe, wir spielen zum Abschluss besser gegen die Raptors, aber 44 Punkte Blowout gegen die Hornets haben die. Monte Graham, Monk, Bridges, Christian Wood ist zu ihnen gewechselt. Ein richtig guter Power Forward. Hat sich richtig krass entwickelt. Wurde, glaube ich, von 4 Teams gecuttet in der NBA insgesamt. Und jetzt bei den Detroit Pistons entwickelt er sich echt richtig stark. Marc Gasol ist bei den Hornets. Josh Green gedraftet. Noch Ibaka war ja, glaube ich, Ibaka. 44 Punkte Blowout gegen die Hornets kassieren, aber lassen wir das jetzt einfach und ich würde sagen, wir starten rein gegen die Toronto Raptors. Wir spielen gegen den Champion aus dem letzten Jahr. Die Toronto Raptors stehen bei 4 zu 4 in dieser aktuellen Saison, werden stark unterschätzt, aber vor allem durch die Rollenspieler sind sie sehr stark. Hassan Whiteside ist zu den Raptors gestoßen, Norman Powell, OG Anunoby, Pascal Siakam und Kyle Lowry. Bei uns wie immer De'Aaron Fox, Buddy Hield, Tobias Harris, Marvin Bagley und Nikola Vucevic. Und Hassan Whiteside gewinnt den Tip-Off. Schlechtes Timing, aber Bagley macht die ersten Punkte für uns gegen die Raptors. Und Kyle Lowry den Mitteldistanzwurf. Siakam und Norman Powell mit dem Dreier und Vucevic mit den Second Chance Points. Tobias Harris auf Bagley, aber Anunoby mit dem Defensive Play. Powell, wieder gute Defense von Vucevic und der Block von Vucevic. Und Anunoby mit der Midrange. Was ein Play von Anunoby. Kommen hier nicht richtig gut rein, habe ich das Gefühl, gegen die Raptors. 4:30 noch übrig im ersten Quarter. Führen zwar mit 2, aber
Die Raptors machen das besser. Zeigen die Defense, für die sie auch bekannt sind. Patrick McCaw. Auf JJ Barea. Und JJ Barea mit dem Dreier für Toronto. Und Bogdanovic bleibt außen, statt reinzuziehen. Vielleicht aber die Midrange, und die Midrange, die sitzt Green. Und Barea, was ein Play. Und Marvin Williams mit dem Dreier. Und Bagley mit dem Alley-Oop-Dunk. Starker Pass von Trey Burke. Keine gute Defense. Anunoby ist ohne Grund einfach open. Und Fox mit der Midrange. Tobias Harris kann den Dreier nicht reinmachen, aber Vucevic mit den Second Chance Points. Und Kyle Lowry mit dem Green Dreier. Und De'Aaron Fox Green. Die Antwort. Steal von Tobias Harris und der Block von Whiteside. Aber Milton rettet die Possession. Springen wir schon ins vierte Quarter, weil wir davor ganz richtig stark geführt haben. Und Vucevic baut die Führung auf 11 aus. Und 2 Minuten vor Schluss, wir führen klar gegen die Raptors. Hielt für 3, der die aber auch nicht in den letzten Spielen gut machen kann. Und OG Anunoby, auch als KD bekannt, nur noch Green. Und Tobias Harris mit der Midrange. Wir werden das gewinnen gegen die Raptors. Und die Defense von Vucevic mal wieder. Tobias Harris kann den Dreier wieder nicht reinmachen. Wir gewinnen klar gegen die Raptors. Und das kann uns nur freuen, weil es echt deutlich ist. Buddy Hield ist heute der Topscorer. Nur 3 von 10 Dreiern, obwohl 30% natürlich nicht das Schlimmste auf der Welt ist. 6 von 15. Vucevic mal wieder mit einem Double-Double. 4 von 8, 0 von 2. 2 Blocks. Bagley mal wieder mit einem Double-Double. 16 und 17. Hat es aber nicht einfach gegen Whiteside und Siakam. 6 von 17. De'Aaron Fox mit 15 und 7. Bogdanovic wieder mit einem schweren Game. Und Tobias Harris vor allem mit einem ganz schweren Game. Aber wir holen tatsächlich den Blowout gegen die Raptors und damit können wir nur zufrieden sein. Ich denke, wir gehen noch gegen die Phoenix Suns rein. Schauen mal, wie es gegen die Suns aussieht. Gewinnen gegen die Suns. Booker mit 23, Fox mit 25, 10 von 17, 3 von 5. 6 Assists, 2 Steals, 1 Block. Gutes Spiel von De'Aaron Fox. Wieder ein Double-Double von Bagley. 23 und 12. 2 Blocks, 1 von 6 Dreiern, aber 9 von 16 aus dem Feld. Vucevic fast wieder mit einem Double-Double. 16 und 9 macht er für uns. Buddy Hield wieder mit einem besseren Game. Tobias Harris von seinen 8 Würfen trifft er 6. Das ist gut. 13, 9 und 6. Das ist auch gut. Er nimmt halt echt wenig Shots. Also sagt er auch hier, zu wenig Ballkontakte.
gucken, was die anderen sagen. Ängstlich von Bagley. Und De'Aaron Fox ist zufrieden. Aber ich würde sagen, wir lassen Bagley und tun mal Tobias Harris als zweite Option, weil bis jetzt spielt er echt nicht gut. Wir haben einen Rekord von 7-3, womit wir ganz klar zufrieden sein können. Wir sind Zweiter in unserer Conference, haben denselben Rekord wie die Spurs und die Nuggets zurzeit. Dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Wir konnten gegen die Grizzlies gewinnen, wir konnten gegen die Cavs gewinnen, gegen die Hornets haben wir überraschend ganz klar kassiert mit einem 44-Punkte-Blowout. Aber dann konnten wir noch gegen die Raptors ganz klar gewinnen und gegen die Suns konnten wir am Ende auch noch erfolgreich simulieren. Das heißt, 4 gewonnene Spiele, womit wir nur zufrieden sein können. 7-3 Rekord, womit wir ebenfalls nur zufrieden sein können. Und dann in der nächsten Folge haben wir beide LA-Teams, das heißt die Clippers und die Lakers. Dann hätten wir die Hawks, zweimal die Timberwolves. Was wir sehen werden, was wir da machen werden, ob wir das beides komplett durchsimulieren werden oder nicht. Und dann am Ende die Rockets. Dann hätten wir noch die Grizzlies wieder, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge würden wir gegen die beiden LA-Teams ganz klar spielen. Hawks simulieren, Timberwolves mal schauen, was dort passiert. Und die Rockets vielleicht auch spielen, aber wie wir uns gegen diese Teams schlagen werden, werden wir natürlich später sehen.